Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf Schloss Königsbrunn. Wir befinden uns jetzt hier in der Bibliothek und das, was ich hier gerade tue, ist eigentlich tödlich, denn hier darf nur das Familienoberhaupt der Lahnstein-Dynastie sitzen. Und damit es nicht so weit kommt, werde ich euch jetzt mal das Schloss zeigen. Also, kommt mit! Die Führung eines Weltkonzerns setzt eine Menge Allgemeinwissen voraus. Und dieses Wissen ist in diesen Büchern. In jedem Schloss darf natürlich ein Geheimgang nicht fehlen. Und den haben wir hier. Und mit diesem Adler wird der Geheimgang geöffnet. Um 90 Grad drehen und dann geht die Tür auf. Bei dieser Uhr ist es wichtig, dass ihr immer die richtige Spielzeit ansagt. Morgens, mittags, abends, nachts. Und dafür ist am Set die Continuity zuständig. Liebe Zuschauer, das war die Bibliothek und jetzt geht's mit euch rüber ins Kaminzimmer. Also, kommt mit! So, hier sind wir jetzt im Kaminzimmer. Unsere Schlossdekos befinden sich auf einer Studiofläche von 1200 Quadratmetern. Das Kaminzimmer hat wie alle anderen Dekos die Fenster haben auch die Besonderheiten, dass wir Rücksetzer haben. Die seht ihr da im Hintergrund. Diese Rücksetzer wechseln wir einmal im Jahr. Das heißt, wir haben einmal Sommer- und einmal Winterrücksetzer, damit wir auch die Jahreszeiten erzählen können. Jetzt gerade sind die Sommerrücksetzer darauf und wenn wir dann Winter erzählen, kommen die Winterrücksetzer drauf. Wie ihr öfters ja garantiert schon gesehen habt, ist der Kamin im On-Off bespielbar. Das heißt, hier können wir Feuer machen. Wichtig ist bei diesem Requisit, hier muss im Vorfeld abgesprochen werden mit der Regie, ist der Kamin zu sehen, sehen wir Feuer. Das muss dann mit Regie, Regieassistenz und Requisite besprochen werden. Und der Disponent wird dann eine Feuerwehr bestellen. Wir müssen dann, wenn der Kamin brennt, einen Feuerwehrmann im Set haben, damit er dann auch aufpasst, dass nichts passiert. Hier drüben auf der anderen Seite haben wir auch die Anrichte. Da haben wir diverse Fotos, die auch sehr oft Spiel haben, habt ihr garantiert schon gesehen, von den ganzen Familienangehörigen der Lahnsteins.